Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type-0. Wir befinden uns an einem ganz besonderen Ort in diesem Spiel, einem unheimlichen Ort. Und einem Ort, zu dem zu gelangen, es sehr, sehr ungemütlich ist. Wir können es uns ja mal ganz kurz anschauen. Warum bin ich so schnell? Ist ja eklig. Wir gehen mal ganz kurz hinaus. Wir sind in der Vale-Einöde. Ich muss mich nochmal kurz umdrehen, dass mir hier nichts entgegenkommt. Okay. Und in dieser Vale-Einöde gibt es einen kleinen Spießrutenlauf. Und zwar durch diese ganzen Königs-Behemoths hindurch, von denen man sich nicht erwischen lassen möchte. Ganz und gar nicht. Denn jeder von denen hat Level 99 und man kriegt ganz böse aufs Maul, wenn man da reingerät. Ja, wo ist die Vale-Einöde? Wir sehen es ganz, ganz, ganz unten im Südwesten der Welt. Und ich bin eigentlich nur hier, weil ein Auftrag mich hierher geführt hatte. Und zwar mussten wir eine Stadt befreien. Das war... Nein, wir mussten die Stadt nicht befreien, sondern es war eine von den Feldmissionen gewesen. Wir mussten in dieser Feldmission gefangene Soldaten Rubrums befreien aus der Hand der militischen Soldaten. Dabei hat es dann automatisch gleich auch die Stadt und die Region befreit. Das ist nicht die Vale-Einöde direkt, sondern... Wo kann ich das denn einsehen? Weltkarte? Ja. Nicht die Vale-Einöde, sondern der Distrikt West-Necher. Da war das gewesen. Und das war dieser Feldeinsatz Stufe 37 gewesen, über den ich mich noch so gewundert hatte, dass es so niedrig ist. Ja, und gleich südlich davon haben wir die Vale-Einöde. Wie gesagt, kleiner Spießrutenlauf. Und dann kommen wir hier zu diesem etwas kurios anmutenden Ort, der Flucht des Schweigens. Und hier drin musste ich mich durch ein halbes Dutzend Eisengiganten durchschneiden, die eigentlich ganz passabel zu bewältigen waren, muss ich sagen. Ja, und zwar mussten wir uns da durchschneiden, um hier insgesamt 4 Motoren, die immer hier in diesen Nebenräumen angesiedelt sind, wieder anzuwerfen. Und was hat es mit den Motoren auf sich? Wir werden es erfahren am Ende dieses langen Ganges, an dem wir jetzt eine Tür geöffnet haben, dadurch, dass die Motoren an sind, beziehungsweise eine Energiebarriere aufgehoben haben. So, der letzte Gang. Und dann betreten wir das Heiligtum dieses Ortes, die Brücke. Und an was erinnert der Begriff Brücke? Entweder an ein Schiff oder, was bei Final Fantasy eigentlich so gut wie in jedem Teil mit vorkommt, ein Luftschiff. Hier gibt es auch gleich noch einen Lassie-Stein mit, den nehmen wir natürlich gern mit. Und hier erhalten wir jetzt die Fähigkeit, endlich mal frei reisen zu können. Denn jetzt können wir die MS Setzer freischalten. Ein Luftschiff nur für uns allein. Hier ist irgendwas eingraviert. Eines Tages wird mein Schiff wieder in die Schlacht segeln. Diese Hoffnung bleibt mir. Kapitän Setze. Natürlich aktivieren wir die Vorrichtung. Was sonst? Es bewegt sich, Kubo! Yay! Unser eigenes Luftschiff! Rufe die MS-Sätze an jeden beliebigen Punkt der Weltkarte mit Y und B, um auf dem Luftweg zügig große Strecken zurückzulegen. Die Luftschiffsteuerung. Ich hatte gerade schon mal an der Stelle, an der ich gespeichert hatte, ich hatte schon mal ganz kurz ausgetestet, ob das auch wirklich schon die richtige Stelle ist. Und habe dann mal die Steuerung ausgetestet. Die ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Steuerung mit L steuern, mit LB bremsen, mit B landen, mit Y Geschwindigkeitsschub. Okay, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen dabei. Und das Ziel anvisieren und feuern natürlich, denn wir müssen auch kämpfen. Weiche Angriffen gegnerischer Luftschiffe und Drachen aus. Halte RB gedrückt, um sie ins Visier zu nehmen und feuere mit X. Für jeden Sieg erhältst du Gil. Dabei wird der Betrag multipliziert, wenn du mehrere Gegner in Folge abschießt. Auf geht's! Und wir sehen es bereits, was ich meine mit bizarrer Steuerung. Wir können das Ding nämlich nicht so direkt selbst steuern, sondern es steuert immer von allein vorwärts und die Kamera ist wahnsinnig nah an dem Luftschiff dran. Wow. Irgendwie will er bloß gerade nichts anvisieren hier so richtig. Und ich frage mich, wieso konkordische Drachen hier rumspringen.
Denn wir sind ganz tief in militischem Gebiet eigentlich. Naja gut, jedenfalls wollte ich nur mal kurz mitteilen, wir sind jetzt sehr mobil unterwegs und ich werde noch ganz kurz ein paar Missionen hier am Rande mit erledigen, bevor wir uns in der eigentlichen Aufnahme wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück in heimischen Gefilden, nämlich in unserer Akademie. Ich muss sagen, Hubrum ist schon verdammt groß mittlerweile. Also, ich habe mal so eine kleine Rundtour durch alle neu eroberten Gebiete gemacht, um halt neue Lassie-Steine zu sammeln und so einen Spaß. Und das war schon ziemlich viel und ich bin echt froh, dass ich jetzt die MS-Setzer habe, um durch die Gegend zu fliegen. Damit ist die Welt ein ganzes Stück kleiner geworden auf einmal. So, und damit nochmal von hier aus auch ein herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Ich habe ein bisschen gelevelt, also nicht bloß gelevelt, ich habe ja auch ein paar Aufgaben drumherum gemacht, aber nebenbei habe ich auch noch ein kleines bisschen gelevelt. Wir sehen es, Seven ist mittlerweile tief in den 50ern vom Level her und King und Nine haben relativ gut aufgeschlossen. Hab auch mal Cater ein bisschen mit nachgezogen. Also mittlerweile, ich muss schon feststellen, komme ich gegen stärkere Gegner schon ziemlich gut zurecht mit Seven und Gegner, die vorher so lala waren, sind jetzt eigentlich Kindergarten und können so nebenbei mit weggeklatscht werden. Das funktioniert schon ziemlich gut. Also ich war jetzt zum Beispiel mal in der Bethnal-Grotte gewesen. Das war der Ort in... Oh Gott, wie ist die Ecke? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir mal auf die Karte schauen. In, ich sehe es gerade nicht auf die Schnelle. Halt hier bei der Iska-Region ist das mit. In der Meroe-Region, genau. Ich glaube, das ist sogar direkt neben Meroe. Dort ist die Bethnal-Grotte, wo es ganz viele Behemoths gibt. Und da habe ich mich mal komplett durchgeschlagen. Zugegebenermaßen habe ich nur mit Seven überlebt. Alle anderen sind immer wieder gestorben. Aber das ist so eine Sache, an der das Spiel generell krankt, finde ich. Dass man nicht wirklich gut Acht geben kann auf seine NPCs. So, und wir können eigentlich direkt mit dem nächsten Hauptquest starten. Wobei, nein, nö. Wir können erst nochmal kurz in den Vergewaltigerkeller gehen. Denn die Feldeinsätze, die jetzt noch ausstehen, die sind mir ein bisschen zu heikel vom Level her. Die will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt angehen. Da traue ich mich nicht so wirklich ran. Also mit Seven ja, aber ich bräuchte auch noch zwei andere, die in ähnlicher Level-Sphäre wären. Deswegen verzichten wir einfach mal drauf und ich würde sagen, wir arbeiten uns mal ein bisschen noch ab hier an den restlichen Charakteren, die wir in den Vergewaltigerkeller schicken können. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, welche ich schon hingeschickt habe. Ich weiß, dass ich von oben nach unten die Liste versucht habe abzuarbeiten. Aber keine Ahnung, ob ich Deucid zum Beispiel schon hatte oder nicht. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich glaube, so glücklich ist Kazuya oder wie er auch immer hieß, ich weiß es gar nicht. Hieß der Kazuya? Ich glaube schon, ne? Sowieso nicht mehr, seit Kurasame draufgegangen ist. Aber er ist da, immerhin. Übrigens habe ich auch in der Meroe-Region, denn das war ja die Grenzregion zu Melites gewesen, den Lassie-Stein von Lady Setsuna gefunden. Und auch die Kennungsmarke von Kurasame. Denn die sind ja beide auf einer Anhöhe dort gestorben. Also, das fand ich ganz gut. Das haben sie dann wirklich mit eingebaut. Die findet man dann auf der Weltkarte, die Sachen. What is it? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Könntest du vielleicht später wiederkommen? Okay, dann war ich mit Deuce wahrscheinlicherweise schon mal hier. Wobei, eigentlich hat er doch immer gesagt, wenn er jemand anderen haben wollte, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Wir probieren es einfach nochmal mit dem nächsten Charakter. Aber wisst ihr was, ich versuche mich mal von unten heranzuarbeiten. Einfach von ganz unten. Die sollte ich auf jeden Fall noch nicht gehabt haben. Zum Beispiel Sang. Und dann werden wir ja feststellen, ob das passt oder nicht. Hat die eigentlich auch einen Hals? Die sieht ein bisschen kurios aus. Naja, gut, egal. So, schauen wir mal. Wie sieht's aus? Okay, ich glaube, er will generell nicht mehr. Ich glaube, er ist ein bisschen bockig. Aber was wir auch noch machen können, ich habe mal ein paar Gegenstände für diese Emina gekauft, die hier immer auf der Himmelsterrasse abhockt, keine Ahnung, rumhängt, faullenzt, was auch immer die da macht, die chillt halt.
Und da könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir nicht irgendwas davon zum Geschenk machen können. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, aber wenn wir sowieso so viel Zeit noch über haben, können wir das doch gern mal tun. I missed you. Dieser neue Badeanzug ist etwas gewagt, aber sehr hübsch. Viel zu schade, um ihn nur in meinem Zimmer anzuziehen. Hoffentlich kann ich bald an den Strand. Okay, klappt irgendwie nicht. I missed you. Ich weiß aber auch nicht, welche Gegenstände wir ihr bringen müssten. Das ist halt die Sache. Das wird einem auch nicht so wirklich gesagt. Naja gut, dann verzichten wir halt auf die ganzen Zusatzsachen. Keine Ahnung, ob es jetzt an mir liegt, dass wir da nicht weiterkommen oder ob ich schon hätte fertig sein müssen jetzt zu dem Zeitpunkt. Das könnte natürlich auch sein. Ich wechsle bloß nochmal fix auf 7 zurück, damit ich nicht immer auf die X-Beine von Sunk gucken muss. So. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Auftrag. Vom Level her schaffen wir den locker. Ich glaube, es war Level 36 oder so. Da bin ich schon fast 20 Level drüber mittlerweile. Das sollte also nicht so allzu großes Problem werden, das Ganze. Gut. Good work. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde nicht mehr lange hier sein, um euch zu unterstützen. Ich gehöre zum Militär und in Zeiten des Friedens haben wir nichts in der Akademie zu suchen. Also noch haben wir Krieg, soweit ich weiß. Aber ich werde nie vergessen, wie wir Seite an Seite für Rubrums Freiheit gekämpft haben. Die Eroberung Ingrams. Militus hat über die Hälfte seiner Streitkräfte im Kampf bei Azur verloren und damit dem Einmarsch der Rubrumer Truppen nichts mehr entgegenzusetzen. Der Widerstand in der militischen Hauptstadt ist jedoch ungebrochen und Straßenkämpfe führen zu hohen Verlusten, auch auf unserer Seite. Die Klasse 0 erhält daher den Befehl, sich per Luftschiff nach Ingram zu begeben und unsere Truppen zu unterstützen. Die Zeit überspringen wir gern. Und damit geht's los. Der Kampf zur Eroberung der militischen Hauptstadt hat begonnen. Die Klasse 0 wurde in Bereitschaft versetzt, also wartet in der Akademie. Ich schätze mal, es wird wieder von unserem Zimmer aus losgehen. Schauen wir mal. Sehr schön. Also was man halt so für schön hält. Ich bin mir da nicht mehr sicher, ob es wirklich schön ist, wenn Rubrum hier alles einnimmt. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es gar nicht schön ist. Oh, ich glaube, wir müssen ja gar nicht hin, kann das sein? Nein, wir müssen ins HQ wieder. Warum auch immer, keine Ahnung. Die anderen chillen auch ein bisschen im Klassenzimmer ab. Warum auch nicht? Na gut, gehen wir mal wieder rein. Was auch immer wir hier sollen, ich weiß es nicht so richtig. Wie sieht's aus, Bros? Was ist los? Hast du Angst gekriegt? Das passt aber gar nicht zur Klasse 0. Nicht mehr lange und es ist endlich geschafft. Verlier nicht den Mut. Was? Aber, der Pfeil zeigt doch hier hin. Beziehungsweise der Vogel. Der Vogelpfeil, was auch immer. Einen Krieg kann man also tatsächlich beenden? Ich dachte, die Kämpfe würden weitergehen, bis ich alt und grau bin. Tja, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig. Gehen wir einfach mal raus, schätze ich mal. Oder? Die Klasse 0 hat also die rote Finsternis gesichtet. Ja, das weißt du doch. Das ist doch nichts Neues. Wir gehen mal einfach raus und in Richtung Luftschiff-Dock. Wenn wir mit dem Luftschiff dort einfliegen sollen, ist das vielleicht die günstigste Methode. Außerdem kann ich euch bei der Gelegenheit auch gleich mal die MS-Setzer aus der Nähe zeigen, denn die ist von jetzt an wirklich im Luftschiff-Dock mit sichtbar. Irgendwo da hinten. Oder? Doch, ich glaube schon, irgendwo da. So, hier drüben ist sie. Das hier war ja unser Standard-Charter-Luftschiff immer. Und jetzt haben wir dieses hübsche Exemplar, das wir gar nicht im Ganzen drauf kriegen. Und mit dem wir selbstständig überall hinfliegen können. An Bord des Schlachtschiff-Prototyps MS Setzer könnt ihr euch nach Belieben in Orient's Hot bewegen. Ach, wisst ihr was? Wir fliegen einfach mal. Vielleicht müssen wir ja doch von uns aus hin. So. Machen wir uns doch einfach mal auf in Richtung Ingram. So, nebenbei machen wir noch ein paar Drachen nieder. Warum auch nicht? Wir können es ja. So, und ich glaube, wir sind auch schon da, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sind wir denn? Nein, wir haben doch noch ein Stück zu erledigen. So, legen wir mal ein bisschen den Turbo ein. Die können weg. Und jetzt sind wir da, da unten ist Ingram. Halt, 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 halt. Wir müssen auch bremsen. Unten sehen wir den kleinen Umriss unseres Luftschiffs. So, hier können wir hin. Auf nach unten. Ich glaube, wir sind richtig. Distrikt Azur. Das sollte doch Ingram sein, nicht wahr? Die militärische Hauptstadt kann derzeit nicht betreten werden. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Muss ich schon zugeben. Ich meine, der Typ, der eine Mission noch hat, der hatte auch schon vorher eine Mission, also das ist nichts Neues. Und Info-Typ ist ja bloß hier für den VP-Shop, ne? Genau. Du hast bloß den VP-Shop. Du, das ist unser letzter Einsatz, es gibt alles, bla bla. Und du? Da seid ihr ja endlich. Nicht, dass wir euch brauchen würden, um diesen Krieg für uns zu entscheiden. Das Imperium ist so gut wie geschlagen. Bildet euch bloß nicht ein, ihr hättet hier das Sagen. Über den weiteren Verlauf entscheidet das Rubrumer Militär. Okay, wir müssen also doch zum Stabschef. Nun lasst euch von eurem Mogri in die Mission einweisen. Er weist euch wenigstens gegen Ende mal als etwas nützlich. Super. Ihr habt den Befehl erhalten, euch nach Ingram zu begeben. Versammelt euch im Klassenzimmer. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Das ist doch dumm. Okay. Auf zum Klassenzimmer und wahrscheinlich anschließend zum Luftschiffdock. Dazu sage ich jetzt mal nichts. So, weise mich ein, Mogri. Nun bleibt nur noch Ingram, Cooper. Ja, den Text kennen wir schon. In der nächsten Mission werdet ihr aus der Luft angreifen. Begebt euch zum Luftschiffdock. Na, das war ja jetzt überraschend. As good as done. Okay, let's go. Also auf. Das war natürlich unbedingt notwendig, dass ich erst nochmal unbedingt vom Stabschef dumm vollgelöffelt werde und anschließend vom Mogri Informationen erhalte, die ich sowieso schon hatte. Machina? Rem. Machina, are you okay? What are you doing out here by yourself? I was remembering old times. From back at the village? Yeah. And when I found you again, we joined Class Zero. And... Rem, why did you become a cadet? Huh? Because I want to be Agito. If I become Agito, I can say goodbye to the powerless Rem that couldn't save our village. It's strange. We're both here for the same reason. And yet... Hmm? I don't know anymore. I'm in Class Zero. But I don't belong here. Why would you say that? We're all in this together, helping each other. Helping each other? No. We're not helping each other. I've always been the only one who's needed help. Machina. But it's different now. Now, I can protect you. I've said goodbye to the old Machina, the one who was all talk. You don't have to worry anymore. Machina, if there's something bothering you, you can tell me, or anyone in Class Zero. You should go back. The wind's picking up. Machina. Machina hat natürlich mal wieder die Gruppe verlassen. Can I help you? Wir stehen kurz vor einer Mission und ich kann Machina nirgends finden. Ich habe das Gefühl, wir hätten uns voneinander entfernt. Was ist denn nur los? Tja, das wird spannend, weil Machina ja höchstwahrscheinlich der Lessie ist des Weißen Peristyliums und dementsprechend wird er uns gleich gegenüberstehen. Also glaube ich, wird es ein
eine Zuspitzung mit Ram und Machina geben. Just as I had feared, that last defeat has driven us to the edge. Are we finally ready for some frickin' action, General? Oh. Can you at least try to make an effort to fix your vulgar speech? Nah, I was frickin' born with it. Ain't no fixin' it. How arbitrary. The Dominion forces are closing in. If you want to go back, you may. Nothing doing. What? Look, you took me in and let me be your minion. I may be vulgar, but I'm no frickin' ingrate. My minion? When did this happen? This place will turn into a battlefield. Go back to the Dominion. You just frickin' said I could do what I wanted, General. So, I'll frickin' do what I want. Such folly. I said. The Militas of your frickin' dreams is still yet to come, am I right? Hmm? Well, that's what those frickers behind you are saying. General! I just did a major tune-up on your MA. It can fly to the ends of the world! You'd look pretty bad dying in this beauty, sir. Yeah! Don't you even think about going out in some blaze of glory, you motherfricker! Come back and feel superior like you always do! Such folly. Do you not know what they call me? I am Kator the Unscathed! White Thunder, ready for launch! Area ist also an der Seite von Kator Bashta jetzt. Finde ich auch spannend. Also ich wusste, ich hatte mir schon irgendwie überlegt, irgendwie muss die Area ja auch noch wieder mit vorkommen. Sie bleibt also an dessen Seite. Auf Gedeih und Verderb wahrscheinlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Klasse 0 irgendwie noch mit Bashta übereinkommt und dann vielleicht mit ihm in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeitet, wenn Rubrum etwas zu übermächtig werden sollte vielleicht. Und man eben aus diesem Grunde dann, aus Gründen des Gleichgewichts, die Seiten wechseln muss. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir werden es sehen.